Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und willkommen zu einer neuen Episode von Top 5 Windows Deals von WindowsArea.de. Und wie wir es bereits vor einigen Wochen gemacht haben, fangen wir auch jetzt wieder an mit dieser Serie. Und zwar zeigen wir euch hier die besten Angebote für Windows-Geräte bzw. für Zubehör von Windows-Geräten, die sich ja angesammelt haben bzw. die sich so in den letzten Tagen anbieten. Heute ist es natürlich besonders interessant, weil ja letzte Woche der Black Friday war und natürlich einige Händler sehr gute Angebote gebracht haben, auch über das ganze Wochenende. Und heute feiern quasi die Händler den Cyber Monday und da gibt es auch zahlreiche Technik-Deals, die auch für Windows-Fans besonders interessant sind. Wir fangen gleich an mit einem Convertible bzw. Genauer gesagt mit dem HP Spectre 13 X2 Pro. Das ist ein Ultrabook bzw. Convertible von HP. Dieses gibt es aktuell zum Preis von 599 Euro. Ausgestattet ist es dabei mit einem 13,3 Zoll Full HD Display, mit einem Core i5 Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher und außerdem gibt es eine 256 GB große SSD. Verbaut ist zwar ein Prozessor der bereits etwas älteren Haswell Generation, aber immer noch ein sehr guter Prozessor und auch relativ effizient, muss man sagen. Und zum Preis von 599 Euro gibt es tatsächlich sehr wenig Angebote, die besser sind als das. Also da muss man wirklich sagen, 599 Euro für das Gerät ist sehr solide, vor allem weil man da eigentlich ein High-End-Gerät bekommt, beziehungsweise ein ehemaliges High-End-Gerät, aber es ist wirklich auch immer noch gut und man muss auch sagen, mir persönlich hat es damals auch sehr gefallen von der Verarbeitung und auch vom Design hat da HP ganze Arbeit geleistet. So, wir schauen gleich weiter und zwar bleiben wir bei den Convertibles mit dem Lenovo ThinkPad Helix. Das ist ein 11,6 Zoll Convertible, Detachable von Lenovo und war das auch ehemals ein Flaggschiffgerät des chinesischen Herstellers. Hier drin haben wir ein 11,6 Zoll Full HD Display und betrieben wird es von einem Intel Core i3 Prozessor mit bis zu 1,8 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher und daneben besitzt es eine 128 GB große SSD. Aktuell ist das Gerät zum Preis von 499 Euro erhältlich und auch hier muss man sagen, dass wir hier wirklich einen sehr soliden Preis haben, auch wenn es sich bereits um ein etwas älteres Gerät handelt. Also das ThinkPad ist ein wirklich gutes Gerät. Ich habe damals auch selber gesagt, dass es auch wirklich von der Verarbeitung her sehr in Ordnung ist. Das Einzige, was mir etwas missfallen hat bei diesem Gerät, war dieser Mechanismus, wie man eben das Tablet mit dem Dock, also mit der Tastatur verbindet. Diese ist hier auch inkludiert, aber es ist einfach nicht die beste Art, wie man das eben gelöst hat. Bei den nächsten Generationen hat man das zwar besser gemacht, aber aktuell ist der Preis einfach von 499 Euro praktisch unschlagbar und auch wirklich sehr in Ordnung dafür. Und wir schauen weiter zu einem Einsteiger-Notebook und zwar zum Lenovo B4030, welches aktuell von Cyberport über eBay verkauft wird und zwar zum Preis von 189 Euro und das ist auch ein wirklich sehr interessanter Preis. Davon kann man auch nicht wirklich viel erwarten, das muss man auch ehrlich sagen. Man bekommt hier einen Intel Celeron Prozessor mit bis zu 2,6 GHz, das ist ein Dual Core, ein 14 Zoll großes HD Display, 2 GB an Arbeitsspeicher und eine 500 GB große Festplatte. Von der Performance darf man hier natürlich keine Wunder erwarten, aber für 189 Euro ist es wirklich gut, wenn man irgendjemanden ein Notebook schenken will, beispielsweise für die Eltern, ist dieses Gerät auch sicher sehr interessant. Und wir schauen gleich weiter zu einem Zubehördeal und zwar zur SanDisk 128 GB MicroSD Speicherkarte. Die gibt es aktuell bei Notebooks billiger für 39 Euro und damit ist es praktisch eigentlich der Bestpreis, denn bisher wurden diese Speicherkarten etwa zum Preis von rund 50 Euro verkauft und es ist auch wirklich viel Speicher, was man da bekommt, also 128 GB, da hat sehr viel Musik, sehr viele Fotos drauf Platz und es ist auch eine wirklich gute Erweiterung, beispielsweise für den Speicher eines eigenen Surface Pro Tablets bzw. des Surface oder generell irgendeines anderen Geräts. Da kann man auch ordentlich Speicher schaffen, wenn man beispielsweise schon den verfügbaren Speicherplatz verbraucht hat. Zur MicroSD-Karte muss ich natürlich auch nicht viel sagen, ist eine Class 10 Speicherkarte, dadurch auch kompatibel mit Windows Phone, also ihr könnt da auch Apps drauf installieren, wenn es sein muss und ja, für 40 Euro ist das ein wirklich guter Preis und ja, ich würde dazu schlagen, ganz ehrlich, ist ein sehr solider Preis für die MicroSD-Karte. Und wir kommen gleich zum letzten Deal und zwar zum Microsoft Xbox One und hier haben wir nämlich bei Amazon Frankreich die 1 TB Variante mit Fallout 4 und Fallout 3 für 319 Euro. Das ist ein wirklich sehr interessanter Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass man hierzulande meistens
für 299 Euro Glück haben muss, wenn man ein Spiel zur 500 GB Variante dazu bekommt. Also da haben wir wirklich eine sehr große Ersparnis im Vergleich zu sehr vielen anderen Angeboten. Ihr müsst aber beachten, dass man bei Amazon Frankreich eine Kreditkarte zum Kauf benötigt, wenn ihr eben an diesem Bundle interessiert seid. Zur Xbox One muss man auch wirklich nicht viel sagen. Microsoft hat kürzlich das Windows 10 Update dafür ausgeliefert. Dadurch ist es jetzt mit einigen Xbox 360 Titeln kompatibel. Und Microsoft arbeitet natürlich auch daran, dass weitere Titel hinzugefügt werden. So, und das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!